Es war ein ganz normaler Tag, eigentlich sogar ein ziemlich schöner. Doch als wir diese Kinder schreien hörten, änderte sich alles. Zuerst war ich dagegen, unseren wohlverdienten Urlaub in einer blöden Hütte im Wald zu verbringen. Ich wollte Sonne, Meer und Strand. Verdammt, ich wollte auf die Malediven oder so. Aber Claudia hatte mich überzeugt. Naja, vielleicht eher überredet. Im Wald würden wir dem ganzen Stress entfliehen und das bräuchten wir mehr als einen doofen Strandurlaub, wo die Cocktails im All-Inclusive enthalten sind, meinte sie. Es hat ungefähr 2 Tage gedauert. Aber was soll ich sagen? Sie hatte recht. Zuerst fand ich den Mangel an Reizen langweilig. Die Hütte sah zwar nett aus, hatte aber nichts zu bieten, außer 2 Schaukelstühlen, einem Kamin, einer Küche und einem Schlafzimmer. Kein Fernseher, keine Minibar und kein WLAN. Klasse. Doch bei unserem ersten Spaziergang durch den dichten Wald, in dem die Hütte stand, fiel mir etwas auf. Da fehlte noch mehr. Es gab auch keine lauten Autos, kein Geschrei von Jugendlichen, kein Gestank und auch kein Stress. Nur Ruhe und frische Waldluft. Es war friedvoll und, was soll ich sagen, es gefiel mir. Verdammt, es gefiel mir richtig gut. Vor allem die Abwesenheit meines Vorgesetzten Mr. Bossington. Egal wie gut meine Arbeit war, wie viele Überstunden ich machte, er verlangte immer noch mehr von mir. Bekam ich mal ein Lob, wenn meine Arbeit unserer Anwaltskanzlei fast 1 Million Dollar sparte? Nein, dann tat er so, als ob es sein Verdienst war. Ich schämte mich dafür, dass ich immer nur Ja sagte, wenn er mich wieder anbrüllte und verlangte, dass ich schneller und effektiver arbeiten sollte. Aber so war ich eben. Ich tat, was man von mir verlangte. Die schönen Spaziergänge, die ich mit Claudia machte, ließen mich den ganzen Ärger mit Mr. Bossington vergessen. Wir erkundeten ein paar Wanderwege, fanden beeindruckende Lichtungen und sogar einen wundervollen See, dessen Wasser in der hellen Mittagssonne glitzerte. Es war am Nachmittag unseres 5. Urlaubstages, als wir entschieden, zu erkunden, was hinter dem See lag. So weit waren wir bisher noch nie gewandert, aber vielleicht würde es sich ja lohnen. Es war so schön wie immer. Die Sonne stand schon tief am Himmel, was für einen angenehmen, rötlichen Schimmer sorgte. Die Vögel zwitscherten, das Wasser des Sees glitzerte und ein laues Lüftchen wehte durch die Äste. Wir passierten den See und gingen einfach weiter. Irgendwann gab es keinen richtigen Weg mehr, nur eine Art Trampelpfad. Wir waren irgendwie so gedankenverloren, so verliebt in uns und die Natur, dass uns das nicht störte. Hätten wir mehr Acht gegeben, wäre uns aufgefallen, dass der Wald hier einfach anders war. Die Bäume waren nicht grün, sondern sahen verdorrt, elend und tot aus. Ab und zu waren sie mit einem Zeichen markiert, doch auch das kam uns nicht komisch vor. Förster taten dies manchmal, um kranke Bäume zu markieren. Das Auffälligste jedoch war die Ruhe. Ich meine nicht die angenehme Ruhe, die wir aus unserem Teil des Waldes kannten, sondern eine absolute, beunruhigende Stille. Kein Wind brachte die Äste zum Rascheln, kein Wasser plätscherte und kein einziger Vogel sang. Totenstille. Ich wollte gerade etwas sagen, als die Stille endlich unterbrochen wurde. Es waren Schreie, doch nicht nur irgendwelche Schreie, sondern die Schreie von Kindern. Claudia und ich blickten uns an und nickten. Wir wussten nicht, was uns erwartete,
aber wir wollten den Kindern helfen. Schnell trabten wir in die Richtung, aus der die Schreie kamen. Als sie lauter und lauter wurden, kam mir die Idee, dass es sich um einen Bärenangriff oder etwas Ähnliches handeln könnte. Und mir wurde etwas mulmig. Da wusste ich noch nicht, dass ich auf etwas viel Schlimmeres als einen Bären treffen würde. Das Haus, aus dem die Schreie kamen, war alt. So alt, dass ich nicht vermutet hätte, dass dort drin jemand wohnte. Und trotzdem schien Licht und es stieg Rauch vom Kamin auf. Jemand hatte wohl ein Feuer gemacht, um sich zu wärmen oder um etwas zu kochen. Claudia forderte mich mit ihren Blicken auf, die Türe einzutreten, und ich kam in Schwitzen. Ich wusste nicht, wie man das machte und war auch nicht sehr kräftig. Was soll ich sagen? Ich war eben nicht so ein Mann. Zu meinem Glück ließ die Türe sich mit der Klinke öffnen. Im Haus bot sich mir ein Bild, das mich an meinem Verstand zweifeln ließ. In einem kleinen, hölzernen Käfig befanden sich zwei Kinder. Zuerst dachte ich, es wären irgendwelche Bestien, aber ich hatte mich wohl verguckt. Daneben, am riesigen Kamin, stand eine runzlige alte Frau, die gerade den Käfig öffnete und sich eines der Kinder schnappte. Dabei hielt sie dem Jungen eine Art kleinen Beutel entgegen, so als wollte sie ihn damit hypnotisieren. Ohne zu zögern, riss ich der überraschten Hexe den Jungen aus dem Arm und schubste ihn in Richtung Türe, wo Claudia ihn auffing. Die alte Hexe kreischte und griff sich ein Messer, mit welchem sie auf das Mädchen losgehen wollte, das ebenfalls benommen zu sein schien. »Haut ab! Ihr wisst nicht, was ihr da tut!« gackerte sie mir entgegen. Ich dachte nicht nach und verpasste ihr einen Tritt, dass sie rückwärts taumelte und in ihr eigenes Feuer fiel, war eigentlich nicht meine Absicht. Entsetzt schnappte ich mir das kleine Mädchen, während die Hexe vor Schmerzen schrie. Ich hatte das Mädchen schon auf dem Arm, als sie sich schreiend aus dem Feuer erhob und überall Glut verteilte. Rasch verließ ich das Haus und verkeilte die Türe mit einem dicken Ast, den ich davor fand. Bald stand das ganze Haus in Flammen, doch wir hatten uns bereits auf den Weg in Richtung Hütte gemacht. Fast eine Viertelstunde lang hörten wir noch die Todesschreie der alten brennenden Frau. Dann war es ruhig. Claudia und ich waren uns erneut einig. Wir mussten die Kinder an einen sicheren Ort bringen. Da wir mit unseren Handys keinen Empfang hatten, blieb uns nichts anderes übrig, als zurück zur Hütte zu gehen und von dort aus zum nächsten Gasthaus zu wandern, das ungefähr 10 Kilometer entfernt lag. Schon bei diesem Marsch zur Hütte hätten bei mir alle Alarmglocken schrillen müssen. Die beiden Kinder sagten keinen Ton, was darauf hindeutete, dass sie traumatisiert waren. Doch anstatt zu weinen oder in die Luft zu starren, schauten sie sich an und lächelten. Ich vergaß es einfach, denn es waren immerhin Kinder, verdammt. Vielleicht waren sie einfach nur glücklich, dass sie jetzt in Sicherheit waren. Jedenfalls war es schon relativ dunkel, als wir wieder in der Hütte ankamen. Claudia und ich wären zu dieser Zeit ohne Probleme noch gewandert, doch mit zwei traumatisierten Kindern war uns das zu viel. Wir entschieden, dass wir die Nacht hier verbringen und im Morgengrauen zum Gasthaus wandern würden. Wir legten die beiden behutsam auf unsere Betten und unterhielten uns dann in der Küche. Wir hatten bisher noch nicht darüber gesprochen, was wir da getan hatten oder was ich da getan hatte. Ich hatte eine alte Frau ermordet und ich hatte sie nicht einfach erschlagen oder erstochen. Ich habe sie bei lebendigem Leibe verbrennen lassen. Das lag mir schwer im Magen. Claudia tröstete mich
und fragte, wie die alte Frau die Kinder wohl entführt hatte. Das war eine gute Frage. Mir kam da nur die Geschichte von Hänsel und Gretel in den Sinn. Da das Haus der Alten aber nicht aus Lebkuchen bestand, kam das wohl nicht in Frage. Trotzdem kam sie mir wie eine waschechte Hexe vor. Bleiche Haut, lange Nase, Warzen im Gesicht, Kinder, die sie kochen wollte. Und da war noch dieser komische Beutel mit dem Zeichen drauf, der dem Jungen seine Kraft zu entziehen schien. Aus Büchern, Filmen und Serien wusste ich, dass man so etwas Hexbeutel nannte. Aber war das auch wirklich einer? Falls ja, war er jetzt nicht mehr effektiv, denn er verbrannte mit der Hexe im Feuer. Ich wollte Claudia meine Theorie erklären, als wir beide erschraken. Das Mädchen und der Junge standen in der Türe. Ich hatte sie nicht hereinkommen gehört. Das war seltsam, denn nicht nur die Schlafzimmertüre, auch jede einzelne alte Diele im ganzen Haus knarzte furchtbar laut, wenn man darauf trat. Das Mädchen sprach zu mir und Claudia: »Wir müssen zu dem Mann. Bringt uns zu ihm. Wir kennen seine Adresse«, sagte sie. »Zu was für einem Mann? Meinte sie ihren Vater?« Claudia antwortete ihr: »Das machen wir, meine Kleine, aber heute ist es zu dunkel. Morgen früh bringen wir euch dahin, wo euch geholfen wird. Versprochen«, sagte sie. »Aber wir müssen essen. Wir wollen jetzt essen«, meckerte der Junge ungeduldig. Wir zuckten mit den Achseln. Wenn sie Hunger hatten, konnten wir ihnen ja etwas machen. Ich sagte ihnen, dass ich ihnen gleich etwas zu essen geben würde, und schickte sie wieder ins Schlafzimmer, während Claudia einen Eintopf kochte. Danach setzten wir vier uns gemeinsam an den Tisch und aßen. Naja, Claudia und ich aßen. Das Mädchen und der Junge starrten nur frustriert auf ihre Teller und rührten enttäuscht mit dem Löffel darin herum. Da wir beide keine Erfahrung mit traumatisierten Kindern hatten, drängten wir sie auch nicht. Sie sahen eigentlich gut genährt aus, also würde es ihnen auch nicht schaden, ohne Essen ins Bett zu gehen. Claudia würde mit ihnen im Schlafzimmer schlafen, während ich meine Nacht auf dem Schaukelstuhl verbringen würde. Ich freute mich schon auf die Rückenschmerzen am nächsten Morgen. Da wir heute so viel gewandert waren, dauerte es nicht lange, bis ich tief und fest schlief. Ich wurde erst wieder geweckt, als die ersten Sonnenstrahlen mein Gesicht erwärmten. Sofort kam in mir das Gefühl auf, dass etwas nicht stimmte. Ich hörte etwas. War es ein Schmatzen? In der Küche war jedoch niemand, also ging ich ins Schlafzimmer. Das, was ich dort sah, ließ mich auf meine Knie sacken. Im Bett lag etwas, was mal Claudia war, glaubte ich zumindest. Beide Unterschenkel waren bis auf die Knochen abgenagt. Ihr einst wunderschöner, flacher Bauch war von Klauen aufgerissen und zerfetzt worden. Ihre Organe fehlten. Die Arme waren noch da, doch ihr Kopf fehlte vollständig. Meine Trauer wurde von purer Angst verdrängt, als ich sie zu meiner Rechten sah. Die beiden, die keine Kinder waren. Ich meine, sie sahen immer noch ein wenig aus wie Kinder, doch nur entfernt. Ihre Augen waren leuchtend gelb, ihre Finger waren nun scharfe Klauen und ihre Haut war so blass. Das Schlimmste waren ihre Zähne. Jeder einzelne Zahn war so spitz, dass er sich problemlos durch menschliches Fleisch und vielleicht sogar durch Knochen fressen konnte. Mein erster Eindruck der beiden war doch richtig gewesen. Sie waren Bestien. »Bring uns zu dem Mann, zum Mann des Friedens«, sagte das Mädchen. »Wir haben seine Adresse«, ergänzte der Junge. Sie sprachen es nicht aus, aber ihr Blick sollte wohl bedeuten,
dass sie mit mir das Gleiche anstellen würden, wenn ich sie nicht dahin bringen würde, wo dieser Mann des Friedens auf sie wartete. Der Junge steckte mir einen Zettel in die Hosentasche, und dann nahmen sie beide meine Hand, einer rechts, einer links. Und so spazierten wir in Richtung des Gasthauses, wo auch unser Auto stand. Von außen sahen wir einfach wie eine ganz normale Familie aus. Anscheinend konnten sie bei Bedarf wieder das Aussehen von unschuldigen Kindern annehmen. Wir erregten keine Aufmerksamkeit. Ein Vater, der einen schönen Wanderausflug mit seinen Kindern machte. Außer man würde genauer hinschauen, dann würde man die Schweißperlen auf meiner Stirn und die Angst in meinen Augen sehen. Als wir beim Gasthaus ankamen, hatte ich kurz den Drang, mich einfach loszureißen und um Hilfe zu schreien. Als ob sie es gespürt hätten, drückten sie meine Hände so fest, dass ich fast zu weinen anfing. Ich war mir sicher, dass sie mir ohne Mühe die Arme ausreißen konnten, wenn sie nur wollten. Am Auto angekommen, hielt das Mädchen meine Hand fest, bis der Junge eingestiegen war. Dann stieg ich ein und dann sie. Ohne etwas zu sagen, gab ich die Adresse ins Navi ein und fuhr los. Als wir schon fast eine Stunde unterwegs waren und es nicht mehr weit bis zum Ziel war, schämte ich mich plötzlich. Diese Wesen haben meine Frau getötet. Ich sollte bei dem Versuch sterben, sie umzubringen. Aber ich tat es nicht. Wieso? Weil ich ein Feigling war. Alles, was ich wollte, war, selbst zu überleben. Kurz vor unserer Ankunft schlossen beide die Augen und bewegten dazu ihre Lippen. Es kam mir so vor, als ob sie mit jemandem redeten, telepathisch oder so. Dann kamen wir an einer alten Raststätte an. Sie war vollkommen verlassen. Die Türen waren vernagelt und kein einziges Auto stand auf dem Parkplatz. Nur dieser Typ. Obwohl, er war vielmehr ein Junge. Er trug ein rotes T-Shirt und eine kurze Jeanshose. Er kam rüber zum Auto und ich kurbelte auf sein Zeichen hin das Fenster herunter, während die Bestien ausstiegen. »Hallo, Mr. Eccles. Ich habe gehört, Sie haben meine Kinder nicht nur vor einer meiner Konkurrentinnen gerettet, sondern sie auch noch gefüttert. Das freut mich wirklich sehr.« Das konnte doch nicht sein Ernst sein. Ich fing an zu weinen. »Diese Bestien haben meine Frau gefressen, verdammt.« »Na, na, das sind keine Bestien. Das sind Kinder. Und Kinder müssen viel essen, damit sie groß und stark werden. Ich bin ziemlich stolz auf meine Kinder. Habe ich sie nicht toll gezüchtet?« »Wirklich toll. Kann ich jetzt gehen?« fragte ich trotzig. »Nein, sie sind gehorsam. Das gefällt mir. Wenn ich sie brauche, dann werde ich sie rufen. Und sie werden gehorchen. Falls nicht, schicke ich meine Kinder zu ihnen, wenn sie schlafen. Mein Name ist Lucas. Ich bin der Mann des Friedens. Hier, stecken Sie sich das an.« Er gab mir einen Anstecker mit einem Smiley darauf und der Aufschrift Team Peace. Wie befohlen, steckte ich ihn an. Wenn also dieser Lucas, der sich Mann des Friedens nennt, mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. Ich will schließlich leben. Ich bin jetzt in seinem Team Peace und dort wird mit Angst regiert.